Nicht schon wieder. Nicht schon wieder eine Entschuldigung, die letztlich nichts bedeutet. Das war meine Reaktion und das war auch die Reaktion von vielen Betroffenen. Schmerz und Schuld, Schmerz und Scham, das haben wir so oft gehört. Aber wenn es dann konkret wird, fehlt ein kleines Wörtchen, das Wort Ich. Das fehlt. Er redet allgemein von Fehlern, von Versäumnissen. Ich würde es vorziehen, von Verbrechen zu sprechen. Aber sei es drum. Er sagt nicht, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe nicht genug getan, um Kinder zu schützen. Ein selbstmitleidiges Dokument. Es geht nur um ihn, um seine Ehre, um seine Reputation. Er verteidigt sich. Er hat Anwälte beauftragt, ihn zu verteidigen. Niemand hat ihn angeklagt vor Gericht. Alles, was wir wollen, ist eine einfache Entschuldigung, eine einfache Bitte um Vergebung für seine Fehler. Wer haftet dafür? Wer versucht, das wieder gut zu machen? Wer versucht, angemessen zu entschädigen und den Opfern zu helfen? Und davor, und das ist so diese Anwaltsdenke, davor scheuen sie zurück. Das Geld ist ihnen am Ende wichtiger als alles andere. Die Opfer stehen draußen und warten darauf, dass man sie anhört, dass man sie versorgt. Und darauf warten wir jetzt in Deutschland seit 12 Jahren. Im weltweiten Vergleich ist dieser Skandal schon viel, viel älter. Und ich fürchte, wir werden noch eine ganze Weile warten müssen, weil sie es offensichtlich immer noch nicht verstanden haben.